Die Chronologie des Dauerzoffs zwischen Bayern und Dortmund zum Durchklicken, Bildergalerie Chronologie, der Streit FC Bayern vs. Borussia Dortmund 58 Bilder. Zum ersten Mal seit 10 Jahren entscheidet sich die Meisterschaft in der Bundesliga erst am letzten Spieltag. Und schon jetzt hat das leise Säbelrasseln der Protagonisten begonnen. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schießen sich verbal so langsam ein. Wir hatten brutalen Druck. Der Druck wandert jetzt weiter Richtung Süden. Bayern kann alles verlieren, wir können alles gewinnen, gab Watzke am Samstag zu Protokoll. Salihamidžić konterte im Sportstudio, alles können die nicht gewinnen. Sie können nur die Meisterschaft gewinnen, im Pokal sind sie ja schon raus. Zu einem Jubelfoto des BVB aus der Kabine fügte Brazzo an, am Ende wird abgerechnet. Mal sehen, wer nächste Woche die Fotos aus der Kabine twittert. Meistgelesene Artikel Fußball, 2. Liga-Hund rechnet mit HSV-Versagern ab. Eishockey, WMDEB-Team übersteht Krimi und siegt. Fußball, Bundesliga doppelter Uja schockt. Frankfurt Motorsport, Formel 1 Vettel hadert, Schuss in den Ofen. Motorsport, Formel 1 Hamilton zu Ferrari. Das sagt Wolf, zuvor hatte wiederum Watzke über eine mögliche Meisterfeier der Münchner gelästert. 70% der Deutschen drücken gefühlt Dortmund die Daumen. Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen, die gucken, was ist denn da los, auch das ließ die Gegenseite nicht unkommentiert. Herr Watzke hat sich schon letzte Woche bei mir nicht beliebt gemacht. Ich bin kein Fan der großen Schnauze, Moser des Salihamidžić sind nicht die ersten Giftpfeile, die hin und her fliegen. Zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund mangelt es schon lange nicht an Aufregern. Sport 1 zeigt die Chronologie der Auseinandersetzungen. Let's block it's why.